Die Ukraine soll die weiße Flagge hissen und sagen, wir sind bereit zu Friedensverhandlungen. Darüber müssen wir reden. Uns zugeschaltet ist aus Rom der Vatikanister und Korrespondent der KNA Ludwig Ringeifel. Ganz herzliche Grüße nach Rom. Und bei mir im Studio ist noch der Politikwissenschaftler Professor Stefan Fröhlich. Grüß Sie. Wir fangen mal in Rom an. Hat der Papst das gesagt, was er wirklich gemeint hat, oder hat er sich versprochen? Naja, er hat sich schon so ein bisschen auch aufs Glatteis führen lassen durch die Frage. Das war ja in einem Einspieler auch zu sehen. Denn der Interviewer hat ja ihm das Wort mit der weißen Flagge quasi in den Mund gelegt. Und der Papst hat sich dann versucht, da ein bisschen herauszuwinden und zu sagen, naja, weiße Flagge meint jetzt aus meiner Sicht nicht Kapitulation, das sagt er explizit. Verhandeln ist etwas anderes als kapitulieren. Aber die Grundausrichtung, dass er der Ukraine nahelegt, über Verhandlungen nachzudenken, da gibt es keinen Zweifel. Jetzt frage ich mal gerade den Politikwissenschaftler, was er hält davon, dass ein Papst irgendwie weiße Flagge und weiße Flagge verwechselt oder bewusst einsetzt. Inwieweit er es bewusst eingesetzt hat, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber wie es rübergekommen ist, ist für mich eigentlich relativ eindeutig. Und ich finde schon, es ist zwar richtig, Friedensverhandlungen oder das sich einlassen auf Friedensverhandlungen ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Kapitulation. Aber wenn man das in Flagge heißt, aber wenn man das in den, heißt Aufgabe zunächst einmal. Und wenn man das in den Kontext des Interviews insgesamt stellt, dann ist doch relativ klar. Ich meine, da kommt ja auch der berühmte Nachsatz, der immer wieder zitiert wird: Die Klügeren haben den Mut, aus der Position der Schwäche eben auch dieses Angebot zu machen und sich darauf einzulassen. Und das impliziert natürlich schon so etwas wie die Kapitulation oder zumindest es legt der Papst den Ukrainern nahe, ihr seid, oder suggeriert er, ihr seid die Schwächeren, ihr seid in der schwächeren Position, ihr seid im Grunde genommen am Ende, also trete den Friedensverhandlungen ein. Und das ist eine, also ich kann die Empörung allseits verstehen und kann das auch nur unterstreichen. Und ich glaube, dass wirklich das Problematischste an der ganzen Sache ist, wo bleibt ein Wort, ein Hinweis in Richtung Moskau? Ich meine, das ist ja das, was auch zu Recht moniert wird. Wieso an die Adresse der Ukraine? Also es hört sich so ein bisschen danach an, der Klügere gibt nach, aber das gilt nun mal im Kontext solcher Fragen von der Tragweite nicht. Also Ludwig Ringeifel hat das Ganze ja auch verfolgt und dieses Interview ist ja schon vor ein paar Wochen aufgenommen worden. Er hat dann nicht an anderer Stelle noch mal gesagt, ey Putin, senk deine Waffen, oder? Nein, hat er nicht. Er ist, wie ich eben schon sagte, dem Interview ziemlich auf den Leim gegangen. Also er ist immer dem im Rahmen dessen geblieben, was der Interviewer gefragt hat. Und der Interviewer hat eben nur nach der Ukraine gefragt und nie nach Russland gefragt. Aber der Papst hat doch Berater. Der Papst hat doch Berater. Der stimmt sich doch eigentlich, also traditionell mit denen ab. Stimmt das bei Papst Franziskus immer noch? Das leider hingestellt. Also ich glaube, dass das ein Interview war, was jetzt nicht mit dem Staatssekretariat abgestimmt war. Sondern dass er einfach so gegeben hat, wie es ihm halt in den Sinn kam. Und es ist auch nicht autorisiert worden, es ist auch nicht kontrolliert worden. Also das ist, wie man Italienisch sagt, abbraccio, also so aus der hohlen Hand alles gesagt worden. Oder Incidente per Unfall. Oder so, ja. Ja, also dann hat nun auch der Sprecher Matteo Bruni das versucht irgendwie einzufangen. Aber ist das noch glaubwürdig dann, dieses Einfangen, das in Relation setzen? Es ist für den Apparat, den vatikanischen Apparat, jetzt ungeheuer schwer, das alles wieder einzufangen. Der Heilige Stuhl verfügt ja über ein ziemlich gutes diplomatisches Netz, ist da auch ein wirklich wichtiger Player, auch wenn er nicht zur NATO gehört, das muss man ja auch immer wieder betonen, er hat eine neutrale Position. Aber das jetzt wieder einzufangen und zu klären, der Papst hat nicht gesagt, Ukrainer, kapituliert bitte, sondern er hat gesagt, habt den Mut zu verhandeln, damit der Krieg nicht endlos weitergeht. Also diese Übersetzung hinzukriegen, das muss jetzt der Apparat leisten. Das machen jetzt die Botschafter. Heute hat sich der vatikanische Botschafter in Kiew zu Wort gemeldet und hat nochmal sehr deutlich gesagt, dass an die Adresse Russlands die Botschaft lauten muss,
hört auf mit diesem Krieg, zieht eure Soldaten zurück, schickt keine Raketen mehr ins Nachbarland. Selbst das war die Stimme des Botschafters in Kiew. Selbst der deutsche Botschafter im Vatikan ist sehr weit gegangen, hat den Papst im Grunde genommen dafür kritisiert. Aber gehen wir ruhig jetzt mal noch einen Weg gemeinsam argumentativ, den der Papst angeführt hat. Er hat ja gesagt, es gibt da ja auch quasi Partner, Allianzen, die man benutzen kann für solche Friedensgespräche. Kann es sein, jetzt frage ich mal erstmal den Politikwissenschaftler, dass sich im Hintergrund da eine in Anführungsstrichen Allianz bildet, die daran arbeitet, Friedensgespräche so vorzubereiten, dass ein Putin sich darauf quasi einlassen werden muss? Ein klares Nein. Und ich glaube auch nicht, dass das die Intention des Papstes gewesen ist in diesem Interview. Ich meine, natürlich hat er es im Kontext erwähnt. Und natürlich gibt es solche Vorstöße, die gab es seit Beginn des Krieges immer wieder von verschiedensten Seiten. Türkei, Israel, viele haben sich ins Spiel gebracht, China etc. etc. Und die Reaktionen bislang, bis dato, die Forderungen von beiden Seiten lagen auf dem Tisch. Und die sind klar, beide halten an ihren Maximalzielen fest. Von daher gab es also selbst für diejenigen, selbst für ein Land wie China, bei dem man immer gesagt hat oder von dem man gesagt hat, wenn es einer richten kann in Richtung Moskau, dann ist es China. Mhm. Aber natürlich war das auch im Grunde genommen nur eine halbherzige Offerte. Das ist vollkommen klar. Das war durchschaubar. Und ich glaube nicht, dass das jetzt in irgendeiner Form oder dass dahinter strategisches Kalkül steckte. Würde auch dem widersprechen, was zumindest die Interpretation ist, dass das irgendwo sozusagen dem Papst, was ich wiederum nicht glaube, nur mal so eben en passant rausgerutscht ist. Denn das Ganze ist ja nun auch ein Prozess. Wir beobachten das ja schon seit längerem. Er steht ja schon seit längerem ein Stück weit in der Kritik, dass er sich in dieser Frage bislang, bis dato, gerade in Richtung Moskau, überhaupt noch nicht klar und deutlich geäußert hat. Man sieht ja auch ähnliche Äußerungen in Richtung Israel, Palästina. Da wollen wir gar nicht aufmachen, das Thema. Ganz kurz noch, bevor wir es irgendwie außen vor lassen, dass das christliche Friedensbild, sagen wir mal so, Menschenbild und Weltbild, aber auch die Theologie, kann das vielleicht sein, dass wir irgendwas nicht verstehen, was der Papst vielleicht klarer sieht als wir Normalverbraucher? Er hat ja zumindest nicht das Wort angeführt, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Wäre das vielleicht noch die nächste Äußerung von ihm? Ja, es wird schon deutlich, dass er eine ziemlich radikal-pazifistische Weltsicht hat. Die gibt es ja auch in der christlichen Tradition. Das ist bemerkenswert insofern, als er mehr und mehr abrückt von der bisher etablierten katholischen Lehre der gerechtfertigten Selbstverteidigung eines Landes. Das ist ein Wort, was er sehr, sehr selten in den Mund nimmt. In all seinen Äußerungen zur Ukraine hat er es, glaube ich, erst zweimal gesagt in diesen zwei Jahren. Tut er sich dann Gefallen damit, dass er davon abrückt? Ganz kurz, tut er sich damit einen Gefallen oder tut er allen anderen damit einen Gefallen, von diesem Recht auf Selbstverteidigung zumindest so ein bisschen subtil abzurücken? Das macht die Sache sehr viel schwieriger, weil eine radikal-pazifistische Position politisch im Grunde kaum zu kommunizieren ist. Ja. Und auch nicht mehr ihn empfiehlt, beispielsweise als Vermittler. Also den Vatikan, der ja nun doch in vielen Konflikten, wir erinnern uns ganz weit zurück, zum Beispiel an einen Papst Johannes den 23., der in der Kuba-Krise vermittelt hat, das würde ihn draußen vornehmen, oder, Professor? Ich sehe das absolut so. Also insofern, ich finde diese gut, dass wir diesen Punkt eigentlich noch ansprechen. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir können die Frage des gerechten Krieges, wir können zurückgehen zu den großen Kirchenvätern bis zu Augustinus und Aquin. Es gehört zum Selbstverständnis und im Bild auch der katholischen Kirche. Und von dem rückt er eben hier tatsächlich fundamental und radikal ab. Ich würde das eben auch als eine fundamental pazifistische Haltung beschreiben. Und die ist in dieser Situation, im Fall eines Angriffskrieges, eines Flagrantens, das nicht nur das Recht auf Selbstverteidigung, individuelle, sondern auch auf kollektive vorsieht, das muss man ja auch noch hinzufügen im Rahmen der UN-Charta nach Artikel 51. Das ist also, so drängt man sich oder so empfiehlt man sich mit Sicherheit nicht als Vermittler. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch, was ich sehr gerne mit beiden geführt habe, mit Ludwig Ringeifel aus Rom zugeschaltet und mit Professor Stefan Fröhlich hier im Studio.